Die Gemeinde Riedstadt ist ein beschaulicher Ort in Südhessen und doch hat sie eine Besonderheit zu bieten. Die muslimische Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya betreibt nämlich dort ein Ausbildungszentrum für Religionslehrer. Noch immer werden die meisten Imame in Deutschland aus der Türkei entsandt. Sie sprechen in der Regel kein Deutsch und kennen auch die deutsche Kultur kaum. Das will jetzt die Ahmadiyya-Gemeinde anders machen, denn ihre hier ausgebildeten Seelsorger sollen zu Brückenbauern zwischen den Kulturen werden. Sie sind alle Mitte 20, in Deutschland geboren und haben den gleichen Berufswunsch. Sie wollen Imame werden, muslimische Geistliche. Deswegen studieren sie hier im hessischen Riedstadt, der einzigen Imamschule in Deutschland, geführt von der Ahmadiyya-Gemeinde. 7 Jahre dauert die Ausbildung der jungen Männer. Auf dem Lehrplan nicht nur die Lehren des Korans, sondern auch aktuelle Ereignisse. Die AfD, Alternative Deutschland. In der allgemeinen Diskussion heißt es ja oftmals, die AfD muss eben die Vakanz füllen, die die CDU gelassen hat. Vor allem die islamfeindlichen Äußerungen der AfD werden hier diskutiert, nicht ohne Emotionen. Ich fühle mich persönlich verletzt, wenn man sagt, okay, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern kamen damals als Flüchtlinge nach Deutschland. Und ich fühle mich sehr deutsch, auch mit meinem Glauben. Das ist auch mitunter eine sehr große Aufgabe für die Studenten, dass wir das Islam so besser vermitteln, dass diese Meinung, die vorhanden ist, auch gerade vorher bei der Partei, dass das abgebaut wird, dass wir halt Brücken schaffen zwischen den Religionen. Dass das in der Riedstädter Imamschule nicht nur leere Worte sind, merkt man auch in der Bibliothek des Instituts. Neben dem Koran stehen hier die Bibel und die jüdische Tora. Gerade in Zeiten des islamistischen Terrors, in dem vor allem der Kampf gegen die Juden propagiert wird, ein besonderes Zeichen. Für den Leiter der Islamschule in Riedstadt aber selbstverständlich. Genauso wie die Tatsache, dass die Imame hier alle auf Deutsch predigen sollen. Wenn unsere Studenten und unsere Imamen die Sprache gut beherrschen, die können diese Missverständnisse, die hier entstanden sind, gut beseitigen, diese Missverständnisse aufklären und die Leuten das richtige Bild, das wahre Bild des Islam zeigen. Tora und die Bibel. Deutschsprachige, hier ausgebildete Imame. Die Ahmadiyya-Gemeinde unterscheidet sich damit klar vor allem von Imamen der türkischen DİTİB-Moscheen in Deutschland, die oft kaum Deutsch sprechen, weil sie für 5 Jahre befristet aus der Türkei hierher entsendet werden. Sie kommen von der türkischen Religionsbehörde Diyanet, die ein sehr konservatives Islambild vertritt und Präsident Erdogan sehr nahe steht, wie diese Bilder von der Eröffnung einer Diyanet-Moschee in den USA zeigen. Fast 1000 Diyanet-Imame werden als Prediger in die DİTİB-Moschee nach Deutschland entsandt. Der Einfluss Ankaras auf die türkischen Muslime hierzulande also sehr wahrscheinlich. Und die Ahmadiyya-Gemeinde? Wie steht es um ihr Islamverständnis? Auch das wird von einigen Experten kritisiert. Die Ahmadiyya hat eine absolute Geschlechtertrennung. Frauen und Männer begegnen sich gar nicht, alle Ehen werden arrangiert. Und das versuchen sie islamisch zu grundieren sozusagen und sagen, das ist der Islam, der schreibt das eben vor, dass die Geschlechter sich nicht begegnen, außer in der Familie. Zweifellos ein konservatives Familienbild, das sich aber im Rahmen der Religionsfreiheit in Deutschland bewegt. Passt dieser Islam zu Deutschland? Ja, sagen die Ahmadiyya-Mitglieder, die immer wieder durch Veranstaltungen wie diesen Charity-Lauf in Gernsheim ihr religionsübergreifendes soziales Engagement betonen. Unser Motto ist Liebe für alle, Hass für keinen. Und wir versuchen dieses Motto auch umzusetzen. Wir wollen hier aktiv an der Gesellschaft teilnehmen. Wir wollen zusammen mit den Bürgern und Bürgerinnen dieses Landes Aktionen machen. Sie sind Muslime und Deutsche. Für die Ahmadiyya-Mitglieder kein Widerspruch.